Ab heute läuft der neue Film von Roland Emmerich in den deutschen Kinos. Dabei handelt es sich um ein Kriegsdrama, das sich mit einer der wichtigsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg im Pazifik beschäftigt. Damit geht es hier jetzt um Midway für die Freiheit. Es ist der Überraschungsangriff der Japaner auf US-amerikanischem Boden am 7. Dezember 1941, der wohl eine der größten Bedrohungen für die USA von außen jemals dargestellt hat. Nach Pearl Harbor gilt es, den Kampf im Zweiten Weltkrieg im Pazifikraum irgendwie zu gewinnen und das trotz unterlegener militärischer Ausrüstung und Personenstärke. Und so liegt es an Admiral Chester W. Nimitz zu entscheiden, wie man sich den übermächtigen Japanern gegenüberstellt, und er vertraut auf Geheimdienstler Edwin Layton. Die Midway-Inseln sollen der Schauplatz der Entscheidung werden. Mittendrin befindet sich der Pilot Dick Best, der alles riskieren muss, um zu überleben. Midway für die Freiheit, im Original nur Midway, geht 136 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und läuft ab heute, dem 7. November 2019, in den deutschen Kinos. Ist ein historisches Kriegsdrama von eben Roland Emmerich, inszeniert mit einem Budget von 75 Millionen Dollar, das aber eher so aussieht, als hätte man nur ein Drittel davon gehabt, weil der Film ganz doll vollgepackt ist mit schlimmen Effekten, auch eine Erzählweise, die nicht viel Raum für Empathie lässt, sich sehr heroisierend hinaufpackt, was die Musik und alles andere angeht, und dann manchmal so durcheinander geschnitten ist, dass man gar nicht so richtig folgen kann und will, weil vor allem Hauptfiguren auch von ihrer Hintergrundgeschichte so schwierig eingeleitet werden, dass man irgendwie gar kein Mitempfinden hat und sich gar nicht für etwas interessiert, was eigentlich doch sehr gut umgesetzt sein könnte. Aber nach Filmen wie Ein Soldat, James Ryan, Dunkirk und vielen starken Vertretern in diesem Genre ist Midway ein Film, wo ich sage, technisch nicht auf dem Level von 2019, erzählerisch nicht wirklich stark inszeniert und Charaktereinführungen so teilweise belanglos, dass es dir als Zuschauer zu egal wird zwischen all den Schreien, Bränden und Explosionen, die eher wie ein Computerspiel aussehen als wie ein Kinofilm, was da eigentlich wirklich passiert. Und das bedeutet dann am Ende, dass das eben ein Streifen ist, der für mich nicht funktioniert und vor allem auch keinen Spaß oder Interesse wirklich geweckt hat, ihn sich anzuschauen. Und so schleppt man sich über 2 Stunden und knapp 20 Minuten. Das zumindest war mein Seherlebnis. Aber dazu mein Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast und für Dinge, die dafür sinngebend sind. Zum Beispiel Ed Skrein als Dick Best. Man hätte ihn auch Richard Best einfach nennen können, den ganzen Film. So gibt es vielleicht infantile Schmunzler, wenn man sich diesen Film anschaut und in heroischen oder traurigen Momenten immer wieder Dick Best hört. Aber dass er nur mal am Rande erwähnt, ist irgendwie total unsympathisch und eine langweilige Figur. Und während eigentlich seine Grundmotivation am Anfang vielleicht erzählt wird, warum er so rebellisch ist, warum er sich vielleicht sogar rächen will und für das Richtige einsetzen, ist eben die Art und Weise, wie wenig Zeit man sich dafür nimmt, so belanglos, dass man seiner Figur irgendwie nicht viel abgewinnen kann. Mehr unsympath als Sympathie Träger und zwischen allem Patriotismus Gedöns, in den er da hineingeworfen wird, so eintönig, dass es einfach nicht clever inszeniert und geschrieben ist, wie ich finde, rund um seine Figur. Ähnliches geht leider für Luke Evans und auch Aaron Eckhart. Beide generische, total ersetzbare Figuren, was ich total schade finde, weil ich beide recht gerne sehe, vor allem den Aaron Eckhart. Wiederum ein bisschen Lichtblick gibt es bei Patrick Wilson und Woody Harrelson. Woody Harrelson, weil er eben Charaktermime ist und hier in eine Figur hineingehievt wird, der Verantwortung übernehmen muss und auch zwischen den Meinungen der Regierung und des Geheimdienstes steht und sich zu entscheiden hat, also fernab des Kriegsschauplatzes, des Eigentlichen, da vielleicht mal ein bisschen Ruhe und wirklich den einen oder anderen kurzen, interessanten Moment hineinbringt. Ähnliches gilt für Patrick Wilson, wenn es darum geht, zu entschlüsseln, herauszufinden, wo wird als nächstes was stattfinden, wartet eine Falle auf sie oder wie kann man am besten agieren. Da hätte ich mir lieber einen Film um die beiden gewünscht, à la Imitation Game an der Stelle, als hier dann den Kriegsschauplatz so in den Fokus zu rücken, aber eben mit so einem Look, wo ich sage, nein, das sieht nicht aus wie 75 Millionen, da können so viel andere so viel mehr heutzutage machen, was die Effekte und Erzählweise angeht. Kurzum, die ein, zwei nicht unwichtigen Nebenrollen funktionieren wesentlich besser als die Hauptakteure, und das ist schade. Denn rein technisch, finde ich, hat Midway leider erst im letzten Drittel das ein oder andere zu bieten, aber da interessiert es einen leider nicht mehr so sehr. Schauen wir auf die Kameraarbeit. In ruhigen Momenten okay, aber sonst vollgepackt mit Greenscreen. Mit Effekten, wo du die ganze Zeit noch das Rendern vom Rechner im Hintergrund spürst und merkst manchmal viel zu viel Kontrast und zerschnittene Action, die reingehauen wird. Und das wird, wie gesagt, erst hinten raus wesentlich besser, aber du fühlst dich eher wie in einem Kriegs-
Kriegsspiel wieder an einem Rechner drin sitzen mit einer vielleicht VR-Brillen-Feeling, als wirklich in einem Film, der dir eine Geschichte erzählen will und die Schicksale und dir emotional nahe gehen soll. Das funktioniert in der Kamera nicht. Das Szenenbild, klar, wie soll man es erwarten, zwischen Stützpunkte, Militärschiffe, U-Boot, Kampfflugzeuge, sowas eben hin und her, ist die Musik immer wieder zu sehr auf episch gemacht und viel zu viele Soundeffekte reingeballert. Und wenn ich das 50. Mal sehe, wie ein Kanonenschuss oder ein Abwurf einer Bombe daneben geht und daneben geht und ich merke, der Film will mir quasi mit dieser Aufzählung, mit dieser weiteren Übertreibung immer noch mehr Spannung abfordern, aber das will einfach nicht überspringen, dann ist es dann einfach nur anstrengend und dann macht sich dann das Sitzfleisch bemerkbar. Da muss ich sagen, Musik und Soundeffekte mochte ich bei Midway so ziemlich gar nicht. Kostüm und Make-up, klar, Uniform, Uniform und dann zur Abwechslung noch mehr Uniform. So ist es zu erwarten gewesen, sind die Effekte nochmal, um darauf einzugehen, vor allem in den ersten 45 Minuten völlig anstrengend. Wenn Blei zusammenschmilzt auf einem Pearl Harbor-Angriff, alles irgendwie brennt und fackelt, das Ganze mit Schreien gepaart ist, aber du siehst schon den Flammen, nein, die sehen nicht echt aus und wie sich das Metall verhält und biegt und dann fällt von der Physis her, einfach nicht funktioniert, dann bin ich einfach ziemlich schnell raus, weil sowas musst du, wenn du dich entscheidest, ein Kriegsdrama zu erzählen und dann eben Schlachtfeld zu erzählen, dir genau überlegen, wie aufwendig machst du es und da ist die Idee, das in den Computer oder durch den Computer zu jagen, für viel Geld finde ich die schwächere, statt wirklich Kulissen viel zu bauen und zu machen. Vielleicht hat man das, aber so sieht es zumindest nicht aus und auch das wird eben erst am Ende besser und so muss ich sagen, Roland Emmerich, der Filme wie White House Down, Independence Day 1 und 2, 2012, 10.000 BC, Godzilla oder Der Patriot gemacht hat, ist zumindest was so Action und groß aufgeblasene Filme angeht, ja jemand, der das zumindest gewohnt ist, aber ein guter Film braucht eine gute Geschichte und ein guter Kriegsfilm braucht Charaktere, an denen ich mit dran bin, deren Motivation ich verstehe, wo vielleicht auch beide Seiten beleuchtet werden, das versucht man hier auch hinten raus, das wirkt dann aber eher so Alibi-mäßig und nicht mehr wirklich in die Richtung beleuchtet, denn der Film gibt sich über 80% nur mit dem reinen Patriotismus erst einmal ab und da muss ich sagen, am Ende finde ich gut, dass Patrick Wilson und Woody Harrelson mit ihren Parts dabei waren und hinten raus gibt es bessere Momente, aber dem steht gegenüber, dass nach Filmen wie eben einem Soldat James Ryan oder einem Dunkirk und vielen anderen Vertretern das hier eher ein bisschen lächerlich daherkommt. Keine Empathie für die Hauptfiguren, damit hänge ich da emotional überhaupt nicht dran, die Effekte sind teilweise richtig mies, dadurch wirkt der Film, billig ist das falsche Wort, aber nicht würdig der großen Leinwand, wie ich finde, das macht es anstrengend und zäh, für mich kriegt er als Action-Historien-Kriegsfilm, in dem man $75 Millionen hineingeschossen hat, 3,5 von 10 möglichen Punkten, was allein in diesem Genre-Mix schon hart ist, 3 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und da fällt es mir schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Da gibt es eben so viel bessere Genrevertreter aus meiner Sicht. Und da bin ich am Ende meiner Review zum Midway für die Freiheit ab heute in den deutschen Kinos. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.